auch ganz normale Kommentare dadurch das Raster fallen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ja, ich konnte dem dann zustimmen, dass diese Kommentare gelöscht werden. Und in der letzten Woche, seit Mitte letzter Woche, ich weiß nicht, es gab auf meine letzten Streams ganz normale Reaktionen, ein oder zwei oder so. Ich glaube von der Mariam oder so, weiß ich nicht mehr. Aber danach kam nichts mehr. Danach habe ich diese Message bekommen und mit dem Verweis, dass schon Sachen gelöscht worden sind. Keine Ahnung. Für mich ist das natürlich bequemer, ne? Muss ich mich nicht drum kümmern und da alles löschen. Aber ja, also komischerweise auf meinem englischen Kanal habe ich das nicht bekommen. Oder noch nicht. Oder vielleicht sind ja nicht solche Kommentare eingegangen, weiß ich nicht. Ich mache da leider nicht so viel, wie ich eigentlich machen wollte. Aber jetzt hier auf dem deutschen Kanal, da habe ich diese Message bekommen. Und zwar nicht eine E-Mail, sondern direkt hier bei YouTube, als ich mich auf meinem Kanal hier, auf diesem deutschen Kanal hier eingeloggt habe. Ob bei anderen Leuten, bei anderen YouTubern das genauso läuft, wie gesagt, weiß ich nicht. Hat keiner, also ich habe noch nie jemanden darüber reden hören. Ja, ist natürlich irgendwie bequemer, ne? Braucht man sich nicht selber drum kümmern, ne? Aber wie gesagt, nach welchem Wortschatz die das aussuchen oder so, weiß ich nicht. Stand nicht drin. Verkündet YouTube auch nicht nach welchem Algorithmus oder so. Keine Ahnung, wird ja ständig geändert. Aber es kann natürlich auch sein, dass dem ganz normale Kommentare auch zum Opfer fallen. Manchmal frage ich mich, wozu soll ich überhaupt diese ganzen Kommentare machen, ne? Meine Güte, dann soll mir halt jemand eine E-Mail schreiben oder so. Kann man ja auch löschen, schlimmstenfalls, ne? Aber diese ganzen Kommentare, wobei ich kriege ganz selten Kommentare. Also ich kriege eigentlich recht wenig Kommentare, Gott sei Dank, ne? Keine Kommentare sind gute Kommentare. Na, es soll jetzt keinen beleidigen. Und manche Leute haben ja auch echt Fragen und so. Aber was ich so an Fragen kriege, das geht dann eigentlich immer per E-Mail ein. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Also, falls ihr da nichts seht und von euren Kommentaren, ja, dann kann das, weiß ich nicht, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich diese Message bekommen. Und falls ihr auch einen YouTube-Kanal habt, in deutscher Sprache, vielleicht läuft es ja nur, bezieht sich das ja nur auf deutsche Sprache, weiß ich nicht. Wie gesagt, auf meinem englischen Kanal habe ich die Message noch nicht bekommen. Vielleicht kommt das ja noch. Aber falls ihr auch so eine Message von YouTube als YouTuber bekommen habt, dann könnt ihr mich das ja mal wissen lassen. Und ich frage mich dann natürlich, also wenn ich irgendwelche Sachen kriege, sage ich mal so richtig Beschimpfungen oder so, dann sind das immer Fake-Accounts. Da gibt niemand seinen richtigen Namen an. Da weiß man schon, ne, was da für eine Gesinnung herrscht und so, für ein Mindset. Da gibt niemand irgendwie seinen Namen preis oder so und sagt mal hier, also das und das, ne, du Arschloch. Hier ist mein Name und so, ne? Dafür mal richtig einstehen, das macht ja keiner. Aber es sind ja alles Fake-Accounts. Und da frage ich mich natürlich auch, ob YouTube, wenn diese Kommentare automatisch schon gelöscht werden, ob die dann auch diesen Fake-Account löschen. Keine Ahnung, das frage ich mich nur. Vielleicht, vielleicht nicht. Also ich sehe seit einer Woche keine Kommentare mehr. Und YouTube hat mir gesagt, alles gelöscht. Okay, be my guest. Und ich wollte euch das nur sagen, also falls ihr da auf irgendwas wartet, keine Kommentare zum Freischalten, alles gelöscht von YouTube, keine Ahnung. Ja, das wollte ich euch nur so mal wissen lassen. Und wie gesagt, falls jemand die gleiche Message von YouTube bekommen hat, kann er mich das ja mal wissen lassen. Vielleicht geht das gerade so um. Keine Ahnung. Ja, das war's dann eigentlich schon und bis zum nächsten Video dann.